Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Doom. Wir lassen die Hölle zahlen und willkommen zurück beim Wir machen endlich Story Progress, weil ich meinen ganzen Shit endlich erfolgreich gebacktrackt habe. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Also, laufen wir. Denn Rushing und Running, das können wir am besten. Dann lasst uns doch mal sehen. Ich vermisse immer noch einen Benzinkanister für diese scheiß Kettensäge. Irgendwo habe ich einen liegen lassen, habe vergessen, wo er ist. Vielleicht finden wir ihn ja beim Weiterrennen. In jene Richtung. Ja, in jene hier. Jo. Nein, da, okay. Hopp, okay, cool. Irgendwie nicht so ganz. Crap Baskets. Wollte ich mich verarschen? Jetzt bin ich, ehrlich? Jetzt komme ich nicht... Jetzt komme ich aus meinem Backtracking nicht wieder raus, oder was? Wollt ihr mich wirklich dissen jetzt? Ey. Kann's jetzt nicht sein. Das kann's jetzt wirklich nicht sein. Nein, Sir. So, hier war schon richtig. Ja. Ja, schwebende Felsen, alles gut, alles cool, alles toll, mag ich, finde ich voll geil. Und wir gehen zu hoch. Wir gehen zu hoch. Oh, das war fast zu tief. Ich will nicht zu dem gelben Ding zurück. Sag mal. So, da lang, hier lang. Und von hier aus. Hier geht. Ah! Mann! Geht's nicht weiter von hier aus? Crap Baskets. Was soll ich den verfickt nochmal tun, bitte? Da hinten? Ha. Ich komm nicht klar. Nee. Ich komme aus meinem Backtracking nicht mehr raus. Also ein Portal sollte auf der Map irgendwie schon gekennzeichnet sein, wenn ihr mich fragt. Das stört mich gerade ein bisschen, weil es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Portalverbindungen jetzt, die wir in den letzten Parts aufgedeckt haben, die mich hier durch die Gegend schießen und... Nee. Irgendwie ist das doof. Also, naja gut, aber wir sind ja zum Glück schnell zu Fuß. Das heißt, ich... werde jetzt trotzdem noch mal revealen. Geht's da hinten ordentlich lang? Geht's da hinten? Schaut mal, das sieht schön aus. Nein! Das ist der scheiß Anfang vom Level! Fick die Henne. Okay, aber da diese Tür hier am Anfang vom Level nicht auf war und dieser Teleporter mich definitiv irgendwo anders Tolles hinschickt, kann ich doch jetzt bitte, ja, okay, ich denke, nee, warte, das ist eine zu Tür.
Und das hier sind, das ist ein Kakodämon. Und dort unten. Hier gibt es ebenfalls... Nein, das ist kein Teleporter. Das ist einfach nur scheiß grünes Feuer. Ich hab... Das kann doch nicht sein, dass ich mitten zwischen den Parts in einer Aufnahmesession so dreckigst die Orientierung verloren habe. Das Spiel will mich doch verarschen. Das Spiel will mich so richtig deftig verarschen. Arschen. Sagt mal, Leute. Was ist denn hier kaputt jetzt? Dieser Schädel ist groß. Ja, das ist er. So, lauf, mein kleiner Doom Marine. Lauf. Was ist denn da hinten für Scheiße? Das ist einfach nur ein, Das ist ein scheiß schwebender Felsen. Das ich... Okay. Ja, ist klar. Und abgesehen davon, dass ich hier echt ziellos durch... Das ist doch... Schaut mal. Ich muss da hinten hin. Und ich bin da. Ich gehe da schon in die richtige Richtung. Ich muss jetzt geradeaus und dann muss ich mich von da aus aber irgendwie wieder droppen lassen. Ja. Kein Portal, kein Schnickschnack. Guten alten Plattforming in Ego-Shootern, auf das ich hier alles so sehr stehe. Das ist doch nicht euer Ernest. Ich meine... Soll ich jetzt da runter? Geht das? Kann ich hier runter? Nein. Irgendwie... das ist nicht da. Das ist nicht da! Da ist richtig. Und von hier aus komme ich nirgendwo hin. Da ist eine Mauer! Ja, da ist eine Mauer! Kacke, Mann! Ich kann mich nicht droppen lassen, weil die Scheißkarte die Mauer nicht anzeigt. So. So. King of the Hill. Ficken. Ich kann doch jetzt nicht. Dann komme ich dann. Komme ich instant wieder zum Eingang zurück. So, das... Ich bin am scheiß Start vom Level. Und da hinten gibt's nichts mehr. So, ich drehe einmal eine Runde. So, ich muss doch irgendwas übersehen. Das kann's nicht sein. Wie bin ich denn das letzte Mal da hingekommen, verfickt? Das heißt also, ich muss diesen Teleporter hier benutzt haben und habe, also im letzten Spielverlauf, das heißt, das war der erste, den ich je benutzt habe und ich habe den kleinen Doomguy bei dieser Gelegenheit nicht eingesammelt, weil ich doof war. Das ist schon mal eine Erkenntnis der Woche. Und hier unten... Komme ich jetzt durch das Blaue? Durch diese blaue Scheiße komme ich weiter, ne? War das so? War das nicht nur ein Bonus? Sondern ich komme dadurch weiter. Das war die Rune. Das ist zu hoch. Da. Ach, Mann, ey. Lande in Gedärmen, wenn es dir Spaß macht. Ich renne die halbe Folge wie so ein Blöder durch die Gegend. So! Progress! Hell yeah! Echt eine Schratze? Ne, ein Raketen. Egal. Booyah! Progress! Hier bin ich richtig!
Gott! Diomit! Ebenfalls großer Schädel. Da hinten ist noch irgendwo ein Ficken Suit-Token. Das ist aber schick. Danke. Dann hat es wenigstens irgendwas gebracht, hier nochmal lang zu stöbern. Okay. Eins. Und dann könnten wir doch mal da unten hinspringen. Weil mir das jetzt auch so viel bringt. Und dann könnten wir doch mal da unten hinspringen. Weil das ein Unverwundbarkeits-Upgrade gibt, das mir genauso viel bringt. Und hier lang mal erforschen. Bin unverwundbar, Bitch. Yay. The Delta 12 Chain Gun, often referred to as the D12 by operatives, is a high-velocity heavy weapon capable of suppressing multiple targets at once. Recent changes to the firing mechanism have pushed the Delta 12 to the physical limits of a ballistic weapon. An Argent Infusion Piston, ein Kolben, der Argent Energie pumpt, compresses gas within the firing crackable to over 220,000 PSI pressure per square inch oder pounds per square inch, irgendwie PSI ist egal, ist ein englischer. Ach du Scheiße! When released, this launches a 15mm tungsten slug with a muzzle velocity of nearly 5000 feet per second. Mehrfache Schallgeschwindigkeit. Oder? Ich meine schon. The heat generated by this action is siphoned into a thermal gel compound that automatically recharges the 96-volt battery pack. This allows the weapon to sustain an almost endless firing cycle as long as ammunition is present. The Delta 12 chain gun weighs nur 45 kilogramm, making it a lethal but cumbersome. Also, was heißt nur? Ich meine, das schleppst du nicht mal so eben durch die Gegend. Es sei denn, du bist... Oh, wie süß. Schaut mal. Oh, der Helm. Also, wow. Okay. Wow. Yeah. Alles klar. Ja, den Tripod, den lassen wir halt einfach mal da stehen. Drauf geschissen. Oh. Und die benutzt die gleiche Ammo wie unser Dingsgewehr. Mhm. So, der Punkt an der Sache ist, die hier, davon sollten wir mehrere finden. Ich sag's nur schon mal. Okay. Sehr, sehr geil. Ups, das nicht. Alright, dann latschen wir mal hier lang. Bringt das noch irgendwas, da lang zu latschen? Fürchte nicht. Ey, Mann, zeig mir doch nicht immer... Okay. So, dann laufen wir mal weiter durch dieses wunderschöne Höllentor
Und hier ist ein bisschen Zeug und sehr, sehr viel Blut. Und dann können wir hier mal Story Progress machen. Ich weiß, das verspreche ich schon die ganze Folge. Aber jetzt sind wir ja auf dem richtigen Weg und haben auch noch ein neues Spielzeug. Alles tutti. Bisschen zu 3D, das Blut. Na egal. Das Spiel sieht ja sonst wunderschön aus. Also können wir das auch mal ignorieren. Ja. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön hier. Wir wollen zu diesem großen Schädel. Ja, Sir. Ja. Stimmt, hier haben wir Sammy gefunden. Also zumindest ein Hologramm von ihm. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Ja, box einfach die ganze Knarre dagegen. 45 Kilo in dein Gesicht, Tür. Ja, was hier Munition rumliegt, jo. Okay. Hallo, Mr. Demon. Dein Ernst? Der... Warum ist denn der platt? Ist diese Knarre so heftig? Das kann ich ja kaum glauben. Was sind denn das für... Na, boxen die sich alle gegenseitig. Warum ist der eine... Warum hat der eine Dämon die anderen kleinen Dämonen umgeboxt? Muss ich den verstehen? Oh! Hello again! Klick, klick, klick! Boom, boom, boom! Hey! Fick dich! Na? Ey. Mr. Demon? Ja. Yeah! Einfach nur das Horn ab. Ey, du hast ihm das Horn abgebrochen, jetzt ist es wieder ganz. Was bist du? Baron. Okay, ein Baron of Hell. The Baron of Hell is the highest demon among the Order of the Hell Knights. They rarely leave Hell, and no Baron of Hell has yet been captured by any of the tethering operations. Details regarding their behavior and physiology are therefore limited. Ja, super. Ein ganz toller Text, wenn ich mich schon mal entscheide. Au! Au! Nee. Oh, fuck! Ja, krass. Diese behinderten fliegenden Totenschädel, die hauen ganz schön auf Kacke. Die sind auch mega. Die sind. Um es mal blöd zu sagen, die sind ein bisschen agiler als ich. Scheiße. Nun! Da muss ich wohl von einem Checkpoint wieder starten. Und da wir 19 Minuten auf der Hucke haben, werden wir das in der nächsten Folge machen müssen. Tut mir ja auch sehr leid. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Danke, dass ihr mit mir durch die Hölle wandert, Leute. Ich bin raus für heute. Blackout!